Nicht ohne Grund fängt das Volk jetzt allmählich an, auf die Barrikaden zu gehen. Gott gebraucht das Schwache und das Verachtete. Er gebraucht die, die sich nicht auf ihre eigene Stärke, ihr eigenes Können, ihre Bildung, ihren Einfluss, ihre Stellung in der Welt einbilden, sondern allein auf seine Hilfe hoffen. Nur die kann er gebrauchen. Denn nur in Jesus sind wir etwas. Wo Menschen sich von Jesus und seinem Wort abwenden, wir sehen es immer wieder, da landen sie in der Torheit. Eigentlich, wir brauchen nur in die Welt zu schauen mit ihren absurden Theorien und Gedanken. Wo der Mensch sich vom Herrn abwendet, landet er in der Verfinsterung seines Denkens. Schon seit dem 19. Jahrhundert spätestens sehen wir es an der Evolutionslehre. Frag mich immer wieder, wie kann man so dumm sein, so einen Unsinn zu glauben? Die anderen zeitgemäßen Stichworte muss ich alle gar nicht nennen. In der Gemeinde zählt ganz anderes als in der Welt. Da zählt letztlich nur eins, das Sein in Jesus zu haben, zu ihm zu gehören, darauf kommt es an. Das allein ist wichtig. Die natürliche Begabung, die akademische Bildung, das Ansehen in dieser Welt, beruflicher Erfolg, betriebliche Karriere, all das zählt bei Gott nicht. Nochmal nicht, dass Gott solche nicht auch berufen würde. Denn Erastus haben wir schon erwähnt, wir könnten noch die Purpurkrämerin Lydia, das war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, den Kerkermeister von Philippi, den Hauptmann Cornelius, den hochgebildeten Schriftgelehrten Paulus, den Apollos, der an Bildung vermutlich nicht weniger hochgelehrt war, den Finanzminister aus Äthiopien, den Arzt Lukas und andere hinzufügen. Gott beruft sehr wohl auch angesehene, wohlhabende, gebildete. Aber ganz dickes Aber, diese menschlichen Vorzüge, das macht Paulus hier deutlich, sind im Reich Gottes eher Last als Vorteil. Warum? Paulus macht es uns deutlich, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir selber was in der Welt sind, haben, neigen wir als Menschen sehr leicht dazu, uns etwas darauf einzubilden. Und das ist sehr gefährlich. Denken wir an Mose. Und der Herr ist an der Stelle ganz eigen, wenn es um seine Ehre geht. Mose, warum durfte er nicht ins gelobte Land? Was war seine Sünde? Eigentlich muss man ja mit der Lupe suchen. Man steht da und staunt, kann es eigentlich nicht wirklich fassen. 4. Mose 20, Vers 10 lesen wir, und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen, und er, der Mose, sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Wer wird Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Der Herr, nicht Mose und nicht Aaron. Da sehen wir das Problem. In unbedachter Rede hatte Mose dem Herrn die Ehre genommen und durfte deshalb nicht ins verheißene Land. So lesen wir Psalm 106, und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Aufgebracht wegen der Halsstarrigkeit und des Kleinglaubens seines Volkes, ließ sich Mose zu einer theatralischen Geste hinreißen, in der er für einen Augenblick nicht den Herrn, sondern sich selbst in den Mittelpunkt stellte. Man kann es verstehen. Sie kamen ja mit ihrem Unmut zu ihm. Der Mose hatte die Last des ganzen Volkes zu tragen, vordergründig, menschlich betrachtet. Immer wenn ihnen was nicht gepasst hat, dann haben sie ihm die Hucke voll gejammert und haben seine geistliche Autorität, seine Berufung und so weiter angezweifelt. Und dass der Mose da mal der Kragen platzt, kann man menschlich gut verstehen. Aber schon stand er unter dem Gericht Gottes und durfte nicht mit ins heilige Land. So heikel ist Gott an diesem Punkt. Und deshalb ist Begabung, Ansehen in dieser Welt eine ganz gefährliche Geschichte.
Denn je weniger wir Grund haben, uns etwas auf uns selber einzubilden, umso weniger gefährdet sind wir an diesem Punkt. Gehen wir weiter zu Gideon. Wir haben gerade einen Teil der Geschichte als Lesung gehört. Hintergrund: die Auseinandersetzung, dieser kleine, unerfahrene Gideon mit dem Riesenheer der Midianiter zu führen, hat im Auftrag des Herrn. Der Bericht darüber ist die ganz praktische Ausführung zu unserem Predigttext. Midianiter verwüsten das Land der Israeliten. Gideon ist am Weizendreschen, das ist ja der Hintergrund. Und ganz wichtig, wo der Gideon den Weizen drischt: in der Kelder. Da wird normalerweise der Wein getreten. Im Verborgenen. Zum Weizendreschen eignet sich die Kelder nur begrenzt, denn da muss ja auch ordentlich Wind gehen, der die Spreu wegbläst und so weiter. Der Gideon hat sich verkrochen aus Angst. Interessant ist schon, wie der Engel des Herrn den Gideon begrüßt. Man reibt sich die Augen. Er sagt: der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Stellen wir den Gideon mit seinem Dreschflegel versteckt, die in den Weizen dreschen, und der Engel des Herrn sagt ihm: du streitbarer Held. Eigentlich ist die Anrede ein Witz, eine Ironie, könnte man meinen. Aber der Engel des Herrn begrüßt ihn nicht als den, der Gideon in seiner eigenen menschlichen Schwachheit ist und Feigheit, sondern als den, der er durchs Vertrauen auf Gott wird. Ein starker, streitbarer Held. Gideon wendet völlig zu Recht: einziehe, meine Verwandtschaft ist die unbedeutendste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Musste heute Morgen noch gleich auch an den David denken. Da sehen wir genau das gleiche Prinzip. Der Samuel kommt, soll aus den Söhnen des Isai einen auswählen. Ja, den David, den Bub da, den bei den Schafen, den holt man gar nicht, weil eh klar, dass der auf jeden Fall nicht gemeint sein kann, ja. Aber genau der ist's dann. Ja. Also das, was für uns schon vorneweg überhaupt gar nicht in Frage kommt. Der Herr widerspricht dem Gideon nicht im Blick auf seine unbedeutende Verwandtschaft etc., aber er setzt dagegen: ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst, als wären sie nur ein einziger Mann. Und es entspricht genau der Zusage an Josua in Josua 1, 5 und 9: niemand soll dir widerstehen dein Leben lang, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Schließlich hat Gideon sein Heer beisammen, 32.000 Mann, das ist schon was. Aber wie sieht das gegnerische Heer aus? Kapitel 7, Vers 12: und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Morgenland hatten sich niedergelegt im Grund wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Ihre Menge war wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Bibel sagt es im nächsten Kapitel auch in Zahlen: 135.000 Mann. Eine mehr als vierfache Übermacht, rein von der Zahl her. Dazu kam natürlich die weit überlegene Bewaffnung der Midianiter und deren weit größere Kriegserfahrung. Da muss Gott sich ganz schön was einfallen lassen. Und das tut er. Er sagt: 32.000 gegen 135.000, viel zu viel. Und gibt dem Gideon den Auftrag: lieber Gideon, schick mal ordentlich nach Hause, frag mal rum, wer lieber bei Muttern wäre, in Sicherheit. Da melden sich gleich ganz tapfer 22.000, mehr als zwei Drittel, und die sind dann schon mal weg. Übrig bleiben 10.000. Und der Herr sagt wieder zu Gideon: mein lieber Gideon, immer noch viel zu viel. Und Gideon muss nochmal aussondern, wir haben es gehört, 300 bleiben übrig. Und das ist die Zahl, mit der Herr was anfangen kann. Liebe Geschwister, sehen wir es auch heute im Blick auf unsere Herausforderungen, für uns als Gemeinde, für uns als Christenheit. Wir sehen, wie die widergöttlichen Kräfte zunehmen, auch für uns als unser Volk. Wir wissen, wie mächtig die Mächtigen sind. Wir wissen, wie reich die Reichen sind. Und da dürfen wir uns nicht von Forbes-Listen beeindrucken lassen. Muss uns klar sein, was die Forbes-Liste als die Reichsten der Reichen benennt, das ist deren Portokasse. Denn ihr wirkliches Vermögen haben sie in Stiftungen weltweit verteilt.
Also die 70, 80, 150 Milliarden, die sie vielleicht angeblich als Superreiche und Reichste haben. Portokasse. Portokasse. Wir wissen, wie reich sie sind. Wir wissen, wie mächtig sie sind. Aber wir haben den, gegen den dieser ganze Reichtum und diese ganze Macht gar nichts ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das dürfen wir auch für unser Volk und Vaterland wissen, wenn schon demonstriert wird, wenn da manches im Moment auch politisch gärt. Menschlich sieht es trotzdem schwach aus. Aber wenn unser Volk sich dem Herrn wieder zuwenden würde, was wäre die Macht der Mächtigen gegen den lebendigen Gott? Und deshalb wollen wir darum beten, dass der Herr das vielleicht doch nochmal schenkt. Unabhängig davon, als Gemeinde brauchen wir uns vor der Macht der Mächtigen nicht zu fürchten, wie wir an dieser Stelle sehen. 300 bleiben übrig. Das ist genau die Zahl, mit der Gott was anfangen will. Und er begründet es auch: Israel könnte sich rühmen gegen mich und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Wären 32.000 in den Kampf gezogen, hätten sie wieder alles erwarten gewonnen. Sie hätten sich vielleicht selbst noch auf die Schulter geklopft und damit gebrüstet, was sind wir doch für Kerle. Bei 10.000 wäre die Gefahr vielleicht auch noch bestanden. Bei 300 gegen 135.000 sagt der Herr, jetzt sollte auch dem Letzten klar sein, in eigener Kraft kriegen sie es nicht hin. Deshalb führt uns der Herr immer wieder in Situationen, wo uns klar ist, in eigener Kraft geht hier gar nichts. Weil wir manchmal auch so schwer von Begriff sind, muss es uns der Herr besonders deutlich einbläuen. Da bleibt am Schluss kein Zweifel offen, wem allein das Gelingen zu verdanken ist, wem am Schluss alle Ehre gebührt. Lassen wir uns deshalb auch in den heutigen Tagen nicht von kleinen Zahlen, von kleiner Kraft erschrecken. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Man könnte jetzt allerdings fragen, wenn Gott eh alles allein macht, wozu braucht er dann noch die 300 Statisten? Ist eine gute Frage, liebe Geschwister, und eine ganz wunderbare Antwort. Gott will es zwar durch seine Kraft machen, aber diese Kraft soll durch uns wirken. Und deshalb ist die Tatsache, dass es allein an Gott liegt, keine Entschuldigung und keine Aufforderung, an uns die Hände in den Schoß zu legen, sondern im Gegenteil die Aufforderung, uns mutig und entschlossen den Aufgaben unter Verantwortung zu stellen, die wir von Gott haben. Und wir haben nie Grund zu sagen, wir schaffen es nicht, wenn der Herr uns einen Auftrag gibt. Denn wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann gibt er uns immer auch die Kraft und die Möglichkeit dazu. Aber es muss uns eben immer vor Augen stehen, wir tun es nie im Vertrauen auf eigene Kraft, sondern allein auf dem Herrn ruht unsere ganze Hoffnung, dass er mit uns ist. Und dann setzt uns Gott aber eben nicht auf die Ersatzbank, sondern nimmt uns aktiv ins Geschehen hinein. Und dann kommen wir zum dritten. Auf diese Weise wandelt der Herr aussichtslose Situationen und scheinbare Niederlagen in Sieg. Der dritte Punkt, scheinbare Niederlagen führen zum Sieg, Schwäche zum Segen. Vom Kreuz auf Golgatha angefangen, fällt quer durch die Geschichte des Reiches Gottes diese Tatsache auf. Gott gebraucht gerade äußere Niederlagen oft zu großem Segen. In aller Regel sogar ist gerade der Weg der scheinbaren Niederlage, der Weg des Kreuzes, der Weg der Demut, auch der Weg echten geistlichen Siegs. Wir müssen es erdulden, dass wir gedemütigt werden. Denn das Unedle, das Verachtete hat der Herr erwählt. Wir lesen das zwar immer so leicht hin und denken dann, wenn wir es lesen, mitleidig an die armen Gestalten, die es anderswo getroffen hat. Aber wenn es uns selber trifft, dann stupft es. Nicht wahr? Auch so die letzten Monate. Hat uns schon Kraft gekostet, hat uns auch in mancherlei Hinsicht gedemütigt, hat uns äußerlich betrachtet manchen Schaden zugefügt. Aber es gilt, was wir gesagt haben, gerade auf solchen Wegen segnet der Herr umso mehr. Oder wir sehen es ja bei uns in unserem ganzen Volk, die vergangenen Jahre, da ist zunächst ein immenser Schaden,
der unserem Volk durch die Politik zugefügt wurde und wird. Da beißt keine Maus einen Faden ab. Da wurde und wird ein gigantischer Schaden angerichtet. Nicht ohne Grund fängt das Volk jetzt allmählich an, auf die Barrikaden zu gehen. Mehr oder weniger alle Ebenen sind ja betroffen. Die Finanzen, der innere Frieden, die innere Sicherheit, unser Gesundheitssystem, Zerstörung der Meinungsfreiheit, massive Rechtsbrüche von Seiten derer, die das Recht schützen müssten und so weiter und so fort. Wir könnten ja allein die Themen aufzählen bis heute Abend. Ein immenser Schaden, der unserem Volk und Vaterland zugefügt wurde und wird. Und doch lässt Gott auch durch diesen Schaden Segen entstehen. Das rechtfertigt den Wahnsinn nicht, aber es zeigt eben, dass Gott auch aus dem Bösen Segen erwachsen lassen kann. Mir stand in den letzten Jahren viele Male das Wort der Josefsgeschichte vor Augen. Die Menschen gedachten es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und so sehen wir deutschlandweit seit dem Beginn der Masseneinwanderung und noch mehr seit Corona ein neues Erwachen für das Wort Gottes. Die fundamentalen Erschütterungen lassen Menschen neu nach Halt und Geborgenheit suchen. Und andere merken, dass sie ihr Leben vor Gott in Ordnung bringen müssen. Immer wieder, ich habe es schon mal gesagt, bin auch in der jüngeren Vergangenheit dem Argument und dieser Tatsache mehrfach begegnet, dass Menschen sagen, gerade aus dem Bereich der Esoterik, da glaubt man vor allem ans Gute, vor allem im Menschen. Und dass die Leute sagen, jetzt sehe ich aber das Böse. Und wenn es das Böse gibt, dann muss es das Gute, den lebendigen Gott auch geben und fangen an, nach Gott zu suchen. So ganz interessant, wie im sichtbaren Starkwerden und sich Ausbreiten des Bösen die Sehnsucht nach dem Guten und die Erkennung des Guten, und nur einer ist gut, unser Herr Jesus, wächst. Und ich habe es schon mal gesagt, ich habe seit Jahren den Eindruck, dass Gott in diesen Tagen auch in Deutschland sowas wie eine geistliche Nachlese hält. Die großen Erntezeiten waren nach der Reformation, 19. Jahrhundert, Missionszeit, Erweckungen, 20. Jahrhundert. Was ist da alles, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, alles passiert bis in die 60er, vielleicht 70er, 80er Jahre hinein. Und dann war eigentlich ziemlich Ebbe, geistlich. Also nach meinem Empfinden hat sich dann über mindestens 20 Jahre sehr, sehr wenig in unserem Land getan. Aber seit 2015, verstärkt seit 2020, wird das wieder anders. Sind nicht die Massen, aber doch wieder erfreulich mehr. Nachlese. Und so ist es Gottes Art, dass er Schmach, Verfolgung, äußeren Schaden, Niedertracht, Bosheit in Segen wandelt. Wo Gott uns hinstellt, welche Vollmacht er uns gibt, wie er uns und unsere Gemeinde segnet, allein darauf kommt es an, liebe Geschwister. Und dann wird der Herr das, was andere böse meinen, immer und immer wieder zum Guten wenden. Es geht schon manchmal durch tiefe Täler. Nicht ohne Grund spricht auch Psalm 23 vom Tal der Todesschatten. Die lauern auch manchmal auf uns, diese Täler. Und die können manchmal lang und ermüdend und zermürbend sein. Aber wir wissen, mitten in diesen Tälern ist der Herr bei uns. Und wenn wir in der geistlichen Gemeinschaft und im Gebet umso fester zusammenrücken, dann wird der Herr auch weiter Segen erwachsen lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Und am Ende werden wir immer wieder sagen können, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Er hat es großartig gemacht. Das wird auch das neue Jahr auf die eine oder andere Weise immer wieder unter Beweis stellen. Sind wir gespannt, was kommt. Amen.